Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade im wunderschönen Venedig und für uns geht's gleich auf die sogenannte Pestinsel. Dort wurden im 17. Jahrhundert Pest- und Cholera-Kranke hingebracht. Die meisten sind dann an der Folgen der Krankheit verstorben und bis heute ragen sich um diese Insel noch unzählige Mythen und Sagen. Der Boden der Insel soll großteils aus menschlichen Überresten bestehen. Außerdem war nach dem Zweiten Weltkrieg eine psychiatrische Klinik dort, wo es einen verrückten Arzt gab, der Experimente an seinen Patienten durchgeführt hat. Bis heute meiden Fischer diese Gegend. Das bringt uns direkt zur ersten Challenge. Es ist nämlich wirklich tricky, jemanden zu finden, der uns dort auf die Insel bringt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt auf die Suche. Also das wird auf jeden Fall wild. Es gibt auch unzählige Stories, dass es dort spuken soll. Deshalb gibt es nicht viele Leute, die diese Insel mit dem Boot anfahren. Die meisten Bootsfahrer haben einfach nur mit den Augen gerollt, als wir gesagt haben, dass wir dorthin wollen. Das wird auf jeden Fall jetzt eine Challenge, da jemanden zu finden, aber irgendwie schaffen wir das schon. Wir werden jetzt einfach mal hier die Boote am Hafen abklappern und einfach random herumfragen, ob uns jemand hinbringt. It's not possible to go there. We need to go there today and then come tomorrow. Back tomorrow. Alter, sieht aber gut aus. Davor 10 Leute gefragt, niemand hat gesagt, dass das möglich ist und die wirken jetzt so, als könnte es funktionieren. Okay. Possible? Yeah. I give you the number. You call me 30 minutes before tomorrow. Okay. Thank you, boss. Thanks. Direkt funktioniert, also das kann ja nicht sein. Was ist das für ein G? Drauf aufs Boot und dann aber auf die Pestinsel. Los geht's, Leute. Das kann ja nicht sein. Wir haben vorhin wirklich 20 Fischermänner gefahren. Keiner wollte uns darüber bringen. Jetzt hat es direkt geklappt. Wir werden jetzt quasi auf dieser Insel ausgesetzt, bleiben dann eine ganze Nacht dort und morgen holt er uns dann hoffentlich in der Früh ab. Los geht's. Aye, aye, Captain. Also hier ist jetzt Venedig und wir tuckern jetzt hier entlang Richtung Insel. Boah, jetzt dreht aber die Knoten auf hier. Schaut euch den Luxusschlitten an. Jetzt aber mal vor zum Captain. Ein paar Seemannsweisheiten austauschen. We have a boat as well. Yeah. Is it true that a lot of people died on the island and that the ground is like, if you dig down, you will find some bones? So, wenn mich ganz verstanden hat, weiß ich nicht. Deuten wir das mal als ja, oder? Ja. This is probably Island. Ah, da sieht man schon den Kirchturm und von dem soll sich angeblich ein verrückter Arzt in den Selbstmord gestürzt haben. Da ist es, das Ding. Hat schon so eine leicht gruselige Aura. Oh, sieht das geil aus. Hey, das Boot wird langsamer. Jetzt wirft er uns gleich über Bord, weil wir die ganze Zeit so herumschreien hier. Aber was soll man machen bei der ganzen Stimmung? Sieht aus wie die Insel von Shutter Island. Ja. Poveglia. 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 Perfetto. Okay. Thank you. See you. Buongiorno. Und weg ist er. Alter, Bro. Ein Tag auf dieser Insel, ich bin hyped. Wie geil ist das? Schaut euch das an. Die Insel ist wirklich komplett verlassen. Wir sind oben. Wirklich geschafft. Ich bin erleichtert, aber irgendwie habe ich auch ganz leicht Schiss. Von der Karte hängt es jetzt echt ab, ob wir morgen zurückkommen oder nicht. Das ist Mattis Nummer. Schön einstecken, Bro, nicht verlieren. Ich würde sagen, es geht jetzt direkt hier rein ins Dickicht. Also die Vegetation hat hier wirklich die komplette Insel übernommen. Boah, das ist ein richtiger Dschungel hier. Oh, eine Schrotpatrone. Geht's ja direkt los. Diese Insel hat bis jetzt wirklich schon Horror-Vibes. Man sieht richtig, wie zwischen dem ganzen Gestrüpp einfach diese verlassenen Gebäude stehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier so viele Menschen gestorben sind. Da hinten ist eine Tür, die offen ist. Jetzt aber hier wirklich durchschlagen. Ah! 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 Ja, das war der beste Weg. Genau, das war er. Oh, schau dir das an. Der, was ist das? Was zur Hölle?
Ja, das ist so eine riesige Küche. So, da hier sind wirklich überall Maschinen am Boden. Aber was ist das alles? Das ist wie so eine riesige Herdplatte. Boah, funktioniert sogar noch. Ja, das Ding kann man schwenken. Ja, richtig schöne Sachen da. Jetzt noch schön, aber in der Nacht wird sich das Ganze wirklich in einen Horrorfilm verwandeln. Ja, stimmt. Es soll ja auch Krematorien auf der Insel geben, wo man die Leichen der Pestverstorbenen verbrannt hat. Und die wollen wir heute finden. Also diese Insel, die hat echt auch was Trauriges an sich. Boah, okay, das sieht aber krank aus. Komplett verwachsen. Es ist immer am geilsten, wenn sich die Natur solche Gebäude wieder zurückholt. Boah, Alter. Boah, also was das für ein Innenhof ist. Das Ding wurde etliche Male zwischengenutzt, war immer aus irgendwelchen Gründen gescheitert. Und im Endeffekt ist das Ding bis heute hier komplett verlassen. Da ist wirklich schon alles eingestürzt, schau sich das an. Komplette Decke ist hier runtergekommen. Und hier überall dieser Betonsockel, da muss es irgendwo runtergehen. Ja. Da ist wirklich alles verwuchert. Aber hier oben sieht man einen Turm und ich würde sagen, da geht es jetzt gleich rauf. Dann können wir uns mal einen Überblick von der Insel verschaffen. Das sieht hier alles so mystisch aus, das ist schon geil. Wir sind hier gerade rundherum gegangen und haben gesehen, dass der Kirchturm komplett verschlossen von außen ist. Also man kann da auch gar nicht mehr raussehen. Und deshalb sind wir jetzt hier gelandet, bei diesem interessanten Gebäude. Und da geht es auf jeden Fall rauf. Wild, dass da einfach noch ein Gerüst dran hängt. Geil sieht das aus. Das ist richtig schön hier. Man kann sich echt nicht vorstellen, was hier passiert ist schon. Das ist schon der optimale Schlafplatz für uns heute Nacht. Ja, stimmt. Schaut euch das mal an. Boah, also das ist ja wirklich majestätisch. So werde ich gern jeden Morgen aufwachen. Hier schön am Balkon. Alter! Was ist das? Das sieht wirklich aus wie solche riesigen Verbrennungsöfen und es soll hier ein Krematorium geben. Ich weiß nicht wirklich, wie ein Krematorium aussieht, aber das sieht auf jeden Fall aus, als könnte man da drinnen was verbrennen. Also kann man da wen reinlegen und dann von draußen anfeuern. Das müsste man sich dann von unten ansehen. Boah, das ist gruselig. Das sieht nämlich auch wie ein riesiger Schornstein aus. Komm, Feder, da müssen wir eigentlich jetzt kurz rauf. Boah, Alter, was zur Hölle? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir da runter können. Boah, okay, doch, da geht's runter. Boah, was das hier für ein Ausblick ist. Oh, und wir hier mitten am Schornstein oben. Na gut, hier geht's jetzt runter. Ah, das ist mal wieder der Roofless Weg da rein. Eigentlich mit. Okay. Boah, jetzt wird's richtig eng. Ja? Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Zur Not drücke ich von oben an, Peter. Ich glaube, ich bin zu verwenden. Und direkt in die Vogelkacke gegriffen. Boah, sieht das eng aus. Oh. Man muss hier wirklich die Arme oben lassen, sonst kommt man nicht durch. Was ist das hier schon wieder? Boah, okay. Was ist das? Wie, hast du das gesehen? Das ist ein Rauchabzug. Vielleicht müssen wir da durch. Und eine Spinne. Eine italienische Spinne, die sind ganz gefährlich. Oh, und ich habe da wirklich alles hängen, ich komme mal runter. Oh. Da geht es ja raus, ins Gestrüpp. Da ist ein riesiger Dornenbusch. Ja. Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen. Boah, dann bleibt uns aber eigentlich echt nur der Abzug da oben. Ja. Hier könnten wir vielleicht noch irgendwie entlang, aber da ist die Tarantula, die italienische. Spinnenstock und durch da. Ja. Ah, mal kurz hier rumzaubern. Oh, oh. Irgendwie ist dieses Loch beängstigend. Es ist verschlossen hier. Es ist mit Platten verschlossen. Ah, ich bin mir echt nicht sicher, ob es da lang geht. Oh, die geht auf. Die geht auf. Ja, Pedro, da geht's raus. Wirklich? Ja. Oh. Wo bin ich hier? Ah. Oh. Bro, das ist eng. Oh. 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 Oh.
Yes. Wir sind drinnen. Boah, was zur Hölle? Okay, nein. Bro, das ist ein Krematorium, glaube ich. Und wir stehen gerade oben. Wirklich? Ja, da ändert sich die Stimmung aber schlagartig. Ich glaube echt, dass das ein Krematorium ist. Ich weiß es nicht. Sieht das so aus? Hier ging es auf einfach und da waren so Rollladen, aber, wo die Leichname. Aber das macht für mich keinen Sinn. Da müsste mehr Platz sein. Wieso sollte da direkt die Wand sein? Das würde doch mehr Sinn machen, wenn man hier seitlich quasi so reinfährt mit den Wagen und dann hier die Leichname reinschiebt. Na, das ist komplett überrostet. Ja, das sieht schon eigenartig aus. Das sieht schon gruselig aus. Oh, ja. Also da steht irgendwas oben. Oh, da ist eine Jahreszahl. 1958. Ja, das müsste ja älter sein. Vielleicht ist das von der Psychiatriezeit. Wir stehen hier vor einem Rätsel. Das sieht aber wie ein Bett aus. Das ist wirklich noch ein Originalbett. Der Ort ist schon wirklich creepy. Jetzt wird's gruselig. Jetzt bekomme ich langsam Angst wegen der Nacht. Ja. Es ist das Wilde, diese Insel hat eine richtig traurige Vergangenheit, sieht dann aber so wunderschön und mystisch aus. Genau das macht das Ganze, glaube ich, so creepy. Ja, stimmt. Boah, das sieht aus wie eine Walze. Bewegt sich nichts mehr. Boah, okay. Was ist das schon wieder? Was zur Hölle? Da bin ich jetzt halt überfragt. Sieht echt so aus, als wäre da unten ein Gasofen. Drüber konnte man irgendwas einhängen. Kann auch sein, dass hier die Ärztekittel gehangen sind und das quasi so eine Art Desinfektionsofen ist, wo das Ganze mit Hitze desinfiziert wird. Und das haben wir schon von oben gesehen. Das sind auch noch Betten. Und was das ist, das kriegt man leider nicht mehr auf. Hier auch wieder Maschinen. Wie so eine Art Waschtrüge. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das ist eine riesige Wäschetrommel. Ja? Ja. Das wird Sinn machen. Nein. Um einfach Kleidung zu waschen. Es könnte sein, dass das da drüben desinfiziert wurde, weil das sieht mir eindeutig aus wie so eine Wäschetrommel. Das Ganze hat hier auch so einen Drehmechanismus. Hier wurde dann vielleicht Wasser zugeleitet. Kann sein, dass es echt so eine Industriewaschmaschine ist. Ist vielleicht die Hygieneabteilung hier. Oh, okay, ich glaube, das ist das Krematorium. Okay. Alter, was zur Hölle ist das schon wieder? Was ist das? Schaut euch das mal bitte an. Sieht aber wirklich gruselig aus. Die Öfen sind hier außen noch mit Holz verkleidet. Ich finde hier leider keine Jahreszahl mehr oben. Das sind richtig massive Türen hier. Das hier waren wahrscheinlich dann die Brennstäbe. Boah. Alter, das ist ja ein richtiger Käfig. Die Location ist wirklich einzigartig. Komm, jetzt sind wir mal hier wieder in die Sonne. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall mal einen Überblick verschaffen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal schön durchs Gestrüpp. Ich glaube, da findet man noch was Geiles. Ja, komm, weiter geht's. Also das sieht ja wild aus. Der funktioniert sogar noch. Also wenn man das hier dreht, dann bewegt sich der Kran hier. Oh. Ah, das tut weh in den Ohren. Wow. Alter. Komm, Bro, jetzt beweg mich einmal. Bist du ready, Junge? Ja, komm, Tempo draufpacken. Komm! Oh, oh, okay. Jetzt geht's hier los. Oh, Bro. Okay, stopp, stopp, stopp. Es ist hier wirklich ein erwachsener Karussell. Schnell runter hier. Komm, jetzt geht's für dich aber auch mal in eine Fahrt. Ready? Ja, komm. Wow, also ein Vergnügungspark gibt es ja auch noch. Und hier die wunderschöne Lagune von Venedig. Man kriegt ja schon Bock ins Wasser zu springen. Obwohl wir haben kompletten Winter, aber mit der Sonne ist einfach richtig angenehm. Oh. Ist eine Bootswerft oder sowas? Ja. Wow.
Der schreit ja fast nach einer Ninja-Mission hier. Komm, Bro. Gleich entlang jetzt. Oh, okay. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier gleich baden. Ob das eine kluge Idee ist, ich bezweifle es. Ich weiß gerade echt nicht, ob man das senden soll. Oh. Oh, ist das ekelhaft. Aber hier ist ein guter Griff. Ich will hier auf keinen Fall reinfliegen. Eine Windel oder was das ist. Oh shit! Das geht ewig weiter. Ah, da ein bisschen noch nach vorne schauen, wenn es da nicht zurückgeht, da müssen wir umdrehen. Ah, das geht noch ewig. Ich glaube, wir müssen probieren, irgendwie hochzukommen. Vielleicht kann man mit dem Spalt irgendwie rauf. Vielleicht irgendwie mit einer Räuberleiter, aber da ist wenig Platz. Kannst du irgendwie auf meine Schulter? Ja, du müsstest in die Hocke leicht. So, du steigst hier rauf. Ja, ganz gut. Geht's, ja? Ja. Ist das so gut? Ja. Oh mein Gott. Oh shit. Na. Warte, warte, warte. Ja, draufsteigen. Ja, ja, ja. Geht's? Warte, okay, geh, 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 oh, 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 für oben, oh, Alter, oh, boah, was war das für ein Manöver schon wieder, oh, Bro, boah, kurz hat's mich rausgedrückt bisschen und ich hab mir gedacht, ich fall komplett rein. Alter, stell dir vor, wir wären jetzt beide hier baden gegangen, den restlichen Tag komplett nass. Ja. Also das war riskant. Du könntest dich jetzt an meinem Fuß festhalten. Versuch mich zu halten. Geht? Okay? Komm, komm. Oh. Geht? Oh, ja, ja. Wow. Komm drauf, Bro. Das fängt ja schon mal gut an. Also hier wird wieder mal alles auf eine Karte gesetzt. Wenn wir zwei so weitermachen, dann geht echt heute noch einer baden. Ja, das war schon knapp. Aber schau dir das an. Direkt wieder verlassene Gebäude. Hier drüben ist auch eine Insel. Die sind anscheinend nicht verbunden. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nachher mit der Nautilus rüber tuckern. Yes. Das nenne ich mal einen Pfad. Oh, ist das verwunschen. Wie schön die Natur hier ist. Wir haben gerade kompletten Winter und hier sieht es einfach so aus. Was ist das dort hinten? Sieht echt aus wie aus einem Horrorfilm. Boah, was ist das für ein Gang? Schau dir das an. Das ist wahrscheinlich so ein Kesselbaum wieder. Ja. Boah, das sieht ja wirklich krank aus. Oh, da betten. Da geht's runter, Bro. Also das ist wirklich ein Baumeingang mit den Wurzeln hier. Uiuiui. Da gehen jetzt Gänge entlang. Komisch an ihn. Ja, stimmt. Ich denke hier sofort an die Story mit den Knochen irgendwie. Ja, auch. Der Boden soll hier wirklich großteils aus Knochen bestehen, weil hier eben so viele Leute umgekommen sind. Also ein Fischer hat uns auch gesagt, wenn man hier in den Boden gräbt, findet man mit großer Wahrscheinlichkeit menschliche Überreste. Der Boden fühlt sich hier echt komisch an. Es ist so wie Asche. Oh, das sieht aber nach einem Knochen aus. Ist auch ein Knochen. Ich kenne mich leider null aus. Kann das ein Menschenknochen sein? Das sieht schon groß aus. Da ist auch einer. Schau. Ja. Das sieht aus wie ein Schulterblatt. Wirklich? So gut kennst du dich aus mit Anatomie. Wenn ihr das an, das sieht wie so ein Wirbelknochen aus, ein großer. Hüftknochen. Hüftknochen? Oder? Wirklich, Dr. Haus. Schon wieder ein Knochen. Der ist richtig fett. Riesig. Jetzt aber wirklich raus hier. Oh, ja, ja. Oh. Boah, das war anstrengend. Ja. Und schon wieder im nächsten Hof. Das Ding ist wirklich ein Labyrinth. Es ist größer als erwartet hier. Da waren wir am Anfang schon.
Könnte man perfekt herumschwingen eigentlich. Das ist echt optimal dafür. Ja, fast wie ein Stangentrainingsspot. Das haben wir jetzt aber mal rein in eine kleine Kombo, damit wir hier wieder aufwachen. Na komm. Rein in eine kleine Schwingenkombo, damit das Energielevel hier mal wieder steigt. Perfekt. Oh, schön. Fast ins Auge. Bin mal in die Dornen gegriffen. Zack. Und rein. Oh, schön. Jetzt aber wieder wach hier. Oh, der Tommy hat da drüben auch was ganz. Okay. Der Tommy hat hier drüben auch was ganz Schmuckes entdeckt, und zwar eine kleine Combo. Also da geht's jetzt direkt rein. Komm, schön rein da. Und drüber. Zack. Geht schon, geht schon, geht schon. Und rein in den Palmflip. Yes. Okay. Nice. Puh. Geil, abgehakt. Oh, das war anstrengend. Ah, wir haben ja gerade einfach noch eine Combo gefunden, und das Wetter ist gerade so gut, dass wir die auch noch abhaken müssen. Und zwar kann man hier perfekt rüberspringen zum Gerüst und dann hier schnell runter descenden bis zum Boden. Das ist jetzt der Plan. Haben schon alles angetestet. Die Dinger sind stabil. Kurz einzeln preppen und dann aber weiter. 3, 2. Yes. Jetzt aber runter hier. Komm. Gleich in die nächste Kombo. Jetzt? Ja. Komm. Yes. Nice. Ah. Ein paar Jumps hier auch noch auf der Insel abgehackt. Schau dir das an, langsam geht die Sonne unter. Ich würde sagen, wir klettern jetzt irgendwo rauf und genießen noch den Sonnenuntergang. Ja, komm. Alter. Und da haben wir unsere Aussichtsplattform. Den haben wir vom Boot schon gesehen. Das ist ein gigantischer Wasserspeicher. Seht ihr da oben das Wasserbecken? Und ich glaube, da kommen wir rauf. Das sieht ja mal wirklich aus wie bei Dornröschen. Ah, komm jetzt, Rapunzel, schwing dich rauf. Und lass den Arschhaar hinunter. Jetzt wird er was gehen. Boah! Ist das schön. Boah! Da sieht man, wie verwachsen diese Insel ist. Überall Vegetation. Was sehr komisch ist, dass hier echt keine Tiere sind. Mhm. Es ist sehr ruhig hier und man sieht gar keine Insekten. Vielleicht wegen Winter. Ja, das könnte auch sein. Boah! Was ist? Bro, eine Eule! Eine Eule! Im Tank! Direkt bei mir! Wirklich? In den Tank reingeflogen! Siehst du sie? Jetzt nicht, warte! Weg! Boah, ich hab Angst! Runter! Ich bin richtig kurz von hier. Oh, da sitzt sie! Boah, ist die lieb! Die lasse ich mal in Ruhe. Ich zeige euch noch schnell die Aussicht hier oben. Was sind hier so kleine Fenster? Die Sonne geht gerade unter. Das ist schon krank. Was für eine wilde Location das hier ist. Oh, aber eine Eule einfach. Sieht richtig lieb aus. Die sitzt im Tank drinnen. Geil. Eine ist richtig verschwunden. Ich glaube, wir müssen uns einen anderen Platz zum Chillen suchen. Am besten einfach da zum Meer und dann noch den Sonnenuntergang genießen. Los geht's. Komm. Wir haben unseren Chiller-Spot gefunden. Wir werden hier noch ein bisschen essen, den Abend ausklingen lassen. Und dann geht es aber endgültig in die Nacht ein. Und auf die bin ich wirklich gespannt. Ja, ich auch. Ja, jetzt ist hier noch alles schön und gut. Aber ja. Schauen wir mal, wie sich das ändert, wenn es hier finster ist. Wir sehen uns gleich, Leute. Boah, ich bin hier gerade einfach schon eingedöst. Es dämmert schon. Und keine Ahnung, wo der Fedor hier ist. Also der ist hier weit und breit nicht zu sehen. Also so beginnt ja wirklich jeder Horrorfilm. Boah, ich sag's euch, ich bin so fertig von dem ganzen Tag. Da die Insel erkunden, noch ein bisschen herumtrainieren, durch irgendwelche Löcher zwängen, das ist schon anstrengend. Fredo! Fredo! Ah, da hinten habe ich was gehört. Da hinten ist er, glaube ich. Alter, es wäre schon scary, wenn der jetzt nicht hier wäre. Ah, oh, da hinten ist er. Ich bin komplett eingepennt und da warst du plötzlich nicht mehr da. Ich habe mich schön umgeschaut. Boah, also die Seite haben wir noch gar nicht erkundet.
Alter Bro, das glaubst du mir nicht. Da liegt einfach eine Kokosnuss. Was zur Hölle? Schau dir das an. Es wird ja hier gerade wirklich zu einer Wish 7 vs. Wild Version auf der Geisterinsel. Ja, 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 da ist Juice drinnen. Das Essen ist secured für heute. Die ist saftig. Leicht öffnen und aussaufen. Da ist Saft drinnen. Die könnte man echt noch essen. Boah, komm, jeder ein Stück, ein kleines. Das ist sicher gammelig. Aber riecht noch. Alter, die schmeckt gut. Mhm. Die kann man essen. Kann man echt essen. Kann man wirklich. Die schmeckt aber echt gut, oder? Ganz leicht gegärt. Ah, ja, stimmt. Minimal. Bisschen alkig. Die hat Power. Okay, zu viel sollte man von der vielleicht nicht naschen. Mhm. Aber schmeckt kaum gut. Schmeckt geil, ja. Da war gerade einfach eine fette Watte dem Stein. Oh, da ist ja. Wie die hier überhaupt hinkommt, frage ich mich. Wir werden jetzt echt irgendwo hier einen selbstgebauten Angelhaken zu Wasser lassen. Einfach nur mal, um zu testen, ob das klappt bei uns. Hier gibt es weichlich Muscheln, die wir gleich als Köder verwenden können. Wir sind hier jetzt schon direkt am vollgeschissenen Steg angekommen. Und da wird jetzt gleich die Leine runtergelassen. Ich sehe schon, da beißt heute was an. Da beißt ein 5-Pfunder an. Die Schnur haben wir vorhin gefunden und hier direkt von einer Fanta-Dose ein Verschluss und daraus machen wir jetzt einen Haken. Schön zugespitzt das Ding mit einem Widerhaken versehen. Pack die aus da drauf. Boah, ist die klibberig. Oh, oh. Seil durch die Öse. Und dann aber runter. Da will man ja direkt selber anbeißen bei der Delikatesse, die da hängt. Boah, also bis jetzt ist dieser Abend wirklich komplett anders als erwartet. Noch keine einzige paranormale Aktivität. Probieren hier gerade schön einen Fisch zu fangen. Aber ist ja auch klar, weil wir sind ja hier in der Safe Zone, da im Wald. Da wird es dann aber wirklich richtig paranormal. Diese Insel wird auch Insel der Wahnsinnigen oder Insel ohne Rückkehr genannt. Aber bis jetzt fühle ich mich noch klar im Kopf. Wie sieht's bei dir aus? Bist du schon leicht dem Wahnsinn nahe? Bislang geht's noch gut eigentlich. Wirf die Leine aus. Oh, ja, der hängt noch, der beißt was. Schau, und jetzt so? Genau, kleine Bewegungen, klein, aber nicht den Köder verlieren. Mit dem Licht hier schön anlocken. Boah, die sind richtig irritiert gerade. Die denken sich, was schwimmt da Leckeres an der Oberfläche? Ich imitiere einen leidenden Fisch nach, dass die Raubfische ankommen. Das sieht doch so in die Richtung aus. Ja, warte, du verlierst den Köder gleich. Das ist jetzt hier fixiert. Wir können jetzt ins Lager. Morgen holen wir sich dann den Fisch ab. Hier ist bis jetzt noch nichts Paranormales. Nein. Oh, da habe ich aber was gehört. Ja. Hörst du das? Ja, das sind das Geräusche. Das klingt wie Schreie. Wegen dem Stein? Sind jetzt komplett ans Ende der Insel gewandert, weil da drüben gibt es noch einen Teil, den wir noch gar nicht erkundet haben. Den kann man nur über Seeweg erreichen und deshalb haben wir die gute alte löchrige Nautilus aufgepumpt, um die jetzt direkt hier ins Wasser zu lassen. Kurz ein flottes Schere, Stein, Papier, wer hier beim Loch sitzen muss. Schere, Stein, Papier. Schön zum Loch, Jung. Dann ruder mal schön. Und zwar ist das hier vorne, also an der Position wird es auf jeden Fall nass. Na gut, Matrose, anpacken. Die See ruft. Ja. Die ruft uns in letzter Zeit wirklich ständig. Oh, das sieht mir glatt aus. Aber rein. Oh, da geht's in Spagat, wenn ich da weitergehe. Ja. Oh, ja. Also da rinnt's schon rein. Oh, Muscheln. Oh. Ja, geil. Geschafft. Boah, jetzt echt auf dem anderen Teil der Insel. Irgendwas muss hier sein, weil hier ist eine Anlegestelle. Vielleicht spukt es ja hier. Alter, das sieht nach Lagerfeuerplatz aus. Ein richtig niedergeschlagener Pfad. Was zur Hölle? Da ist eine Brücke rüber. Eine komplett abgefackelte Brücke, die auf die Geisterinsel führt. Das Boot war vollkommen unnötig. Die haben ja wirklich oft probiert, diese Insel wieder aufzubauen und zu beleben mit diversen Projekten. Aber es hat da nie ganz geklappt und im Endeffekt ist die immer verlassen geblieben. Eine versunkene Gondola. Aber mehr ist hier auch nicht. Hier ist nichts. Da sind wir wieder. Ab aufs Boot und zurück auf unsere Insel.
Wirf das Schiffshorn an. Ah! Jetzt aber schleunigst hier wieder an Land. Wieder auf unserer Insel. Ich bin so erschöpft. Unglaublich. Ganz Tag unterwegs gewesen. Jetzt aber zum Lager und dann rein in den Schlaf. Was das für eine Kulisse ist. Und hier oben pillen wir jetzt. Das ist unser Lager für heute Nacht. Schön hier direkt mit Ausblick aufs Meer. Na gut. Ab in die Heia. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Aha. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme hier nicht raus. Ja. Oh, gut gepennt. Sehr gut. Ist das ein Ausblick? Da ist man doch gerne wach. Gestern ausgesetzt worden, ganzen Tag explored und jetzt hier schön auf die Abholung warten. Das fühlt sich wirklich an wie die Wish-Version von Seven vs. Wild. Keine Ahnung, wie spät es ist. Wir haben ja das Handy ausgeschaltet, damit wir uns abholen lassen können und ich habe echt keinen Plan, wie spät es ist. So um 12 sollte uns der Matti abholen. Jetzt mal schön hier einen kleinen Morgenspaziergang über die Insel. So, ich war gerade an der Küste spazieren und habe diese zwei Sachen gefunden. Und aus denen basteln wir jetzt mal gleich was Schönes, um uns hier die Zeit totzuschlagen. Schauen, was ich da habe. Jetzt geht's rein in die Bastelstunde hier. Jetzt kann man langsam erahnen, was das wird, und zwar eine schöne Namenskette. Schön hier noch die Schnur durch. Schaut euch diese Kette an. Was sagst du, kann man die tragen? Boah, wow, die ist echt wunderschön. Das perfekte Welcome-Back-Geschenk für unseren Bootsfahrer. Alter, die sieht ja mal wild aus. Ja, die steht dir. Es ist mittlerweile hier komplett am Regnen. Ich glaube, wir müssen jetzt den Final Call tätigen. Ja. Matti, hol uns hier raus. 8%. 8%, Alter. Schönen Achter, komm. Da ist die Nummer. Die magische Karte. 3, 9. Komm. Teilnehmer bekannt. Bitte überprüfen Sie die Scheiße. Ah, geil. Jetzt wird das Ganze aber nochmal spannend hier. 8% ist vielleicht wirklich nicht optimal. Komm. Komm, versuchen wir zwei. Und bitte, Matti, lass uns nicht im Stich. Ja, da läutet was. Kanta. Matti? Si. Can you get us out of here? Where are you going? We are at the pier again, where you dropped us. Poveglia. Same place? Yeah, same place. Same place. 20 minutes, okay? Okay, oh, perfect. Thanks. See you. Okay. See you. Alter, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, der Matti rettet uns das Leben. Boah, das war jetzt nochmal spannend. Komm, Sachen packen und zum Pier. Komm. Los geht's. Boah. Jetzt heißt es warten und hoffen. Hier im Regen stehen, bis der Matti hier vorbeituckert. Ein Tag lang ausgesetzt auf der Pestinsel. Oh, wir waren hier jetzt echt einen Tag ausgesetzt. Irgendwie wir waren hier wirklich 24 Stunden. Matti! Alter, das ist er, da kommt ein Boot, das ist der Matti. Das ist er, Fredo! Ja! Komm, komm, komm. Ja, der kommt. Matti, hol uns hier raus! Komm, wink das Ding, der muss uns erkennen. Alle, 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 eine Insel oder Bäume. Ja, das ist keine Olle. Hey, Matti! Oh. Also, das war jetzt richtig stressig, weil man anscheinend bei dem Wetter gerade schlecht hier stehen bleiben kann, das riskant fürs Boot ist, aber hat Gott sei Dank noch mal gut geklappt. Wir haben es geschafft, Fredo. Wieder in Richtung Festland. 24 Stunden auf der Insel, jetzt geht's hier endlich runter. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Also das war ja wirklich mal wild. Schön auf einer Insel gelandet für einen Tag. Diese Insel hier hat es wirklich in sich gehabt. Wir sind wieder am Weg zum Festland. Richtig wilde Übernachtung hinter uns gebracht. Dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute.